Recht herzlich willkommen zur 256. Folge von Towns. Ja, die 8-Bit-Folge, ne? 256, das sind 8-Bit. Ja, wir haben nicht mehr 8-Bit, ne? Wir haben 8 Leute, ne, 9 Leute haben wir. 7 plus 2, jetzt ist die Frage, ob wir diese 2 so... Oh, wir haben gerade noch 4 Leute gerade dazu bekommen. Das ist ja nett. Dann wollen wir die mal gleich ausstatten gehen lassen. Ja, wir haben das Problem, dass wir wahrscheinlich knapp bei Essen sind. Nö, sind wir gar nicht mal. Wir haben hier so ganz viele Sachen, sehe ich gerade. Auch verhungern muss hier keiner. Ja, das ist jetzt die Frage, was wir da weitermachen. Achso, wir hatten letztes Mal noch die Herrschaften, die Schleime, die dann kamen. Sind die jetzt alle tot? Nee, da läuft noch einer. Achte? Nee, Viere waren das oder fünf, ne? Fünf Schleime waren das. Aber naja, das sind ja easy-going-Gegner. Wo geht der denn jetzt hin hier? Ah, zu dem da. Und der ist auch schon kaputt. Ja, die kann man dann wirklich, ne, schaffen. Jetzt ist nur die Frage, der Händler, den hatten wir letztes Mal schon abgefrühstückt, der kriegt noch ganz viele Sachen. Okay, oder, ne, doch, das kriegt er noch, der Rest hat er schon abgelegt. Das müsste jetzt hier unten alles drin sein, ne? Ja, sieht so aus. Könnte sein, weiß ich auch nicht mehr. Schon ein bisschen länger her, ne, oder? Gut, wir haben auf jeden Fall jetzt hier Leute, die noch was machen. Oh, es ist gerade einer unten irgendwo gestorben. Bei Helm holen oder sowas. Da müssen wir da hin. Okay. Hat sich noch das Hemdchen auch noch geholt. Wo ist er? Er ist da. Es ist auch in Etage 14, aber da muss der andere ja noch tiefer gegangen sein, ne? Was hat er denn jetzt hier? Auch ein Hemd geholt, okay. 1300, 1400, 1200, okay, ist einiges an Schutz. Der geht wieder die Treppe hoch. Okay, der hat auch schon eine Hose geholt. Und ist jetzt bei einem Geist und mal schauen, ob er sich den Geist antun. Ah, hat keine Waffe dabei, ne? Ah, vielleicht schafft die Person noch dazu und... nee, die ist die Treppe hochgegangen. Okay, dann wird das wohl hier jetzt auch gleich gewesen sein. Ah, hui, Geist geschafft, cool. dann Brustplatte, nee, wahrscheinlich auch nicht hier. Wohin denn? Vielleicht zu der Hose? Nee. Keine Ahnung wohin, dann muss es ja hier weitergehen. Diesen Stab, ne, oder? Ne. Ah, da muss es gewesen sein. War das jetzt diese Person? Ja. Nochmal die erste Person angucken. Hat Schuhe wahrscheinlich geholt. Fehlt jetzt nur noch eine Waffe. Damage 1058. Ist kein schlechtes Ding, ne? Würde ich ja hier nehmen, aber... Pff. Man kann ja auch dran vorbeigehen, ne? Braucht man ja nicht unbedingt solche Sachen, oder? So, das ist die zweite Person, die jetzt irgendwelche Schuhe wahrscheinlich sucht. Gucken wir mal, wo Schuhe sind. Da ist eine Hose. Oh, das ist aber hier verschachtelt, ne? Okay. Aber hier wird nirgendwo was, doch, also wird schon hier was sein, aber keine Gefahr, meine ich jetzt. Die Schuhe müssen hier liegen, irgendwo am Rand. Da sind sie gewesen, alles klar. So, und dann ist, ach guck, hier oben ist auch eine Axt gefunden worden. Das heißt, diese Person braucht jetzt noch Schuhe. Ich glaube, die ziehen sich tatsächlich eins nach dem anderen an, ne? Kann das sein? Okay, da ist ein Geist. Der wird aber nicht genommen. Da wird nebenher gegangen. Okay. Sind hier Schuhe? Da sind Schuhe. Aber die sind nicht gut genug. Ach, da ging eine Treppe hoch. Okay. Schon am Hochgehen ohne Schuhe. Glaube ich, ja, ist so. Okay, dann nicht. Da kommt wer anders runter. Händler. Auch der hat schon ein paar Sachen gekriegt. Ja, sind alles Lebensmittel, die sind eigentlich eher oben.
Das sollte also auch funktionieren. Achso, der Michael Friedrich hatte geschrieben, ne? Man sollte vielleicht die Gruppen alle auflösen, ne? Weil in den Gruppen sind ja auch nicht ganz viele mehr drin, ne? Aber dann wäre hier die Hierarchie auf dieser Seite so wichtig, ne? Tragen. Buddeln. Handwerken, glaube. Dann Gebäude bauen. Dann handeln. Dann Essen machen. Dann pflanzen. Dann Gebäude bauen, also Wände. Tilling and Shopping. Okay, da sind natürlich dann Prioritäten, die jetzt nach unten... Also das Wichtige ist hinten eigentlich, aber da wir das andere nicht ausgewählt haben, passiert da auch nicht so ganz so viel, denke ich mal. Ne? Dann können wir das auch so lassen. Es ist nur die Frage, ob wir dann die Gruppen lassen. Essen wird ja auf jeden Fall gemacht. Also es hat schon Sinn, vielleicht das so zu lassen, wie es ist. Und zu überlegen, wo wir die drei noch reinstecken, aber da würde ich die schon am ehesten auch bei der Nahrung reinsetzen wollen, obwohl die ja eigentlich gut läuft, ne? Vielleicht machen wir noch einen Träger dabei. Und was haben wir noch? Ein Holzfäller haben wir nur einen, da brauchen wir auch nicht mehr. Erntehelfer sind zwei, Bergmänner ist einer, Essen sind zwei. Lieber ernten oder lieber Essen kochen? Ich glaube, da müssen wir mal gerade nach oben gehen und gucken, was da so an Geernteten rumliegt, ne? Ich glaube, das Ernten ist... Ich glaube, das Ernten dauert länger wie das Kochen. Kann das sein, oder? Nee, nicht wirklich, glaube. Weil da müssen sie ja erst zubereiten und dann, ich glaube, wir bräuchten dann eher einen beim Essen. Ja, ich glaube, wir machen erst noch einen hier zu den, nicht Erntehelfern, sondern zu den Essleuten. Achso, da müssen wir hier hin. Achso, wir haben ja noch zwei hier stehen. Essen und Erntehelfer, oder? Passt schon. Dann haben wir jetzt auch, waren ja drei, passt ja dann auch. Dann haben wir das wieder aufgefrischt. Wie sieht es denn hier mit Happiness aus? 8 von 24. Ja, gut. Das haben wir soweit alles, ne? Jetzt ist jetzt die Frage, wir waren schon ganz unten auch bei der 19, da... Sind bestimmt noch Bereiche zu entdecken, weil hierhin ist ja noch alles offen. Bis auf da den Gang können wir da noch weiter gucken. Allerdings ist hier jetzt auch nicht so leicht, ne? Was machen denn die beiden hier eigentlich? Die beiden sind in Trupp Südwesttor, haben 1300 und 1300 und sind insgesamt mit 4700 und 5900 unterwegs. Also ich würde ja schon gerne gucken, dass wir ein bisschen was unten noch entdecken gerade, ne? In der letzten Etage hier. Das ist ja die letzte Etage, ne? Also ich glaube, wir sollten mal gerade dieses Gespenst hier weghauen. At Patrol Point, Trupp Südwest. Und die sollten jetzt hierher laufen, ne? Ist die Frage, ob die noch woanders einen Patrol Point haben. Das weiß man jetzt nicht so wirklich, oder? Kann man das irgendwo sehen? Truppe Südwesttor. Rename the Group. Guard Group. Patrol Point. Post around Group. Auto-equip all the groups. Okay. Disband the Group. Ne, da ist jetzt nichts bei, wo ich sagen würde, jo, das brauchen wir. Jetzt können wir nur gucken, dass wir die beiden Soldaten mal schauen, wo die sind. Die sind beide oben wahrscheinlich. Nee, der eine geht schon runter, okay. Ah, das ist schon hier gar nicht mal so schlecht auf Ebene 6. Aber geht schon wieder hoch, ne? Kann das sein? Und er ist unten und der andere ist gerade oben, ne? Ist das richtig? Ja, ist richtig. Genau so läuft's. Na, super. Okay, da war schon noch jemand, der da jetzt weiter runter geht. Und was war das für ein Jingle? Ah, wir haben einen Helden wieder dabei. Wo ist denn der jetzt? Da, okay, ist auf dem Weg zum Geist, kann er sein. Ja, da ist auch unterwegs schon einer. Aber das sollte ja wohl für die Patrol Points hier, für die Patrouille kein Hindernis sein, ne?
Und da ist der nächste Geist, den wir dann auch schon aufgeräumt haben. Ist das jetzt nicht in der Reichweite? Oh, jetzt läuft er aber wieder weg. Okay. Dann würde ich sagen, remove Petrol Point, Truppe Südwest und mach nur den, dann wird er auch da angreifen. Hier ist dann alles gut. Ich würde zum Beispiel gerne sehen, wie es da weitergeht. Da kommt der zweite und der wird jetzt den Geister erstmal angreifen. So, auch schon erledigt. Dann würde ich jetzt sagen, add a Petrol Point, Truppe Südwest da. Er geht da jetzt auch hin. Dann sehen wir ein bisschen mehr. Hoffe ich. Add Petrol Point, Truppe Südwest. Machen wir den mal weg hier, den brauchen wir definitiv nicht. Läuft aber jetzt hoch wahrscheinlich, oder? Dann hat er den Punkt noch gehabt. Ne, läuft hoch. Remove Petrol Point, Truppe Südwest. Okay. Dann würde ich jetzt da den Add in Petrol Point Südwest. Und Remove Petrol Point. Truppe Südwest. Naja, die sind jetzt beide nach oben. Das wird ewig dauern, bis die dann wieder hier sind. So ganz schnell zum Entdecken ist das jetzt nicht. Was macht Neld? Ach, der ist hier unten irgendwo. Das ist schon mal cool, ne? Ah, der hat sich gerade mal ein paar Ausrüstungsgegenstände geleistet. Und entdeckt hoffentlich noch irgendwelche Bereiche. Wo geht er hin? Da. Da war er doch gerade eben im Kreis gelaufen. Geht wahrscheinlich schon wieder zurück, ne? Hier ist noch was. Hat er auch ein ganz bisschen entdeckt. Rüstet sich gerade aber top wohl aus. Wenn ich das so richtig gesehen habe. Und da, ja, da ist noch nichts entdeckt. Das ist schon mal cool, dass du da hingehst. Und da ist Sneaky Ghoul. Okay, der war es wohl auch. Ach, da sind mehrere. Okay. Den hat er geschafft. Das ist schon mal cool. Und geh doch mal weiter entdecken ein bisschen. Ja, da ist auch noch ein Rare Tiger, glaube ich. Ja, genau so ist es. Den hat er auch erwischt. Da ist noch wer. Lose the Ogre und ein Gascon the Ghoul. Oh, er zieht welche raus. Okay, gucken wir mal, wo die hinlaufen. Okay. Jetzt keinen blassen Schimmer, wo die Treppe ist. Ist die hier? Ich gehe fast von aus, ne, oder? Ne, die muss hier irgendwo sein. Okay, da kommt wer anders. Da ist noch ein Geist. Und? Sind die zwei, ne? Okay, er kann nicht ausweichen. Einen hat er geschafft. Mortally wounded, das heißt, wird wahrscheinlich nicht klappen. Ja, okay. Wer war denn das? Ach, das war ein Soldat, okay. Aber dafür bleibt er jetzt hier. Dann ist der zweite Soldat irgendwo im Schatten am Stehen. Kann das sein, dass wir hier... Ne, haben wir nicht. Naja, der stand tatsächlich im Schatten und hat gewartet, bis was passiert, oder wie? Er ist unterwegs. Neue Entdeckung zu machen, oder was? Okay. Wo geht die Reise hin? Gute Frage, ne? Ah, da ist ein dicker, fetter Cave-Troll.
Vorbeigelaufen. Okay, da ist ein Weretiger. Nimmt er auch nicht? Ich wollte jetzt gerade sagen, was geht hier ab? Und das war unser Hero. Warum der dann da runtergegangen ist und, naja, okay. Der war wohl ganz schwach. Ja, dann sind wir noch bei unseren 10 Leuten oder bei unserem einen. Der hat gerade hier unten den einen geschlagen, glaube ich, oder? Kann das sein? Ist was passiert? Ne. Er geht auch wieder hoch. Das war doch hier der Mohikaner, ne? Der letzte. Ja, wo geht das hin? Ah, da ist ein Geist. Vielleicht kriegen wir den noch mit. Ja, den kriegen wir mit. Der ist auch schon geschlagen. Das ist schon mal cool. Und wir gehen hier irgendwo lang. Zum Petrol Point, oder? Ich glaube, der war da hinten. Okay, da war der Petrol Point. Ja, der war weg. Add Petrol Point Südwest. Remove Petrol Point Südwest. Und add Petrol Point Südwest. Und dann ist er schon weg. Da, remove. Läuft der eine Soldat. Nee, ich wollte nur 17 von 22, okay. Der läuft da lang, ja. Und der läuft auch gerade hoch. Dann ist das hier erst erledigt. Der Held ist kaputt. Mehr haben wir da gerade nicht zu verzollen. Ja. Zum Entdecken gibt's hier noch was. Hier, da, da, da ist auch noch richtig was los. Da ist sogar schon in der Vorraum einer. Ja, hier gibt es auch noch was zu entdecken. Hier auch noch. Also entdecken geht noch ganz viel. Sind wir noch nicht durch. Und dann müsste man ja auch noch in dieser Etage oder sowas, in weiteren Etagen, in den Zwischenräumen noch was suchen. Hier könnte zum Beispiel noch was sein. Und hier ist bestimmt noch was. Da geht ja auch noch was sogar lang. Ja, das sind alles Sachen, die wir noch erledigen können, ne? So, gehen wir mal nach oben auf diese Ebene. Und hier sind sie alle am Laufen. Wir haben jetzt 20 von 22, 19 ist gerade schlechter geworden. Die transportieren gerade Steine irgendwo hin. Gucken wir gerade, wie es mit dem Essen aussieht. 4, okay, 14. Ja. So, da sind wir jetzt soweit durch. Helden sind keine da. Soldaten haben wir einen. Den lassen wir da jetzt auch. Ich weiß nicht, wo er ist. Am Schlafen wahrscheinlich. Hier in der Hütte. Okay. Ja, der Händler ist fertig. Den haben wir erledigt. Der war hier. Ja, der ist gleich von der Karte runter. Dann geht der Rote auch weg. Ja, der fährt durch die Tür raus. Und jetzt verschwindet da gleich von der Map und dann ist das Rote da auch weg. Und da war es das. Da ist jetzt gerade irgendwie irgendwo einer beschäftigt gewesen mit was, dass da ein Todesgeräusch war. Das wüsste ich jetzt noch gerne. Keine Ahnung wo und wer und was gemacht wurde. Ich weiß es nicht. Okay, dann würde ich sagen, sind wir mit dieser Folge eigentlich durch. Ich bin aber auch am Überlegen, ob wir nicht mit der ganzen Serie durch sind. Wir haben jetzt die 256. Folge. Es ist ja mühselig, was hier noch passiert im Endeffekt. Wir sind bis in der untersten Etage. Wir haben bestimmt noch Ecken und Kanten, die wir noch entdecken könnten. Aber so ganz macht's mir momentan nicht so die Freude mehr daran. Es ist ja auch ein Spiel, was nicht weiterentwickelt wird. Und ich bin der Meinung, dass wir vielleicht umsteigen sollten auf ein anderes Spiel, was mir gerade sehr viel Freude macht. Was vor kurzem dann auch den wirklichen Release hatte. Und ich würde da eigentlich drauf umsteigen wollen.
Bin da am Überlegen und werde mir jetzt noch ein paar Tage Zeit lassen. Vielleicht machen wir das so, dass wir dieses hier doch tatsächlich unterbrechen und vielleicht mal, wenn ich zwischendurch mal Lust habe, vielleicht irgendwie mal zu sagen, komm, ich mache mal eine Folge wieder oder sowas, dann würde ich sagen, könnte man hier mal vielleicht zwischendurch so ein, zwei Folgen wieder mal machen, um dann nochmal reinzuschauen. Aber mehr ist momentan irgendwie nicht so wirklich drin für mich, sag ich mal. Ja, dann würde ich jetzt sagen, falls ihr noch kein Abo habt, dann macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt ihr einen Daumen hoch und macht euch die Glocke an, damit ihr eine Info kriegt für das nächste Video, was hochgeladen ist. Ja, vielleicht schreibt da auch einen Kommentar rein, was ihr davon haltet, dass wir ein anderes Spiel beginnen. Da weiß ich schon ganz klar, was ich machen möchte. Oder ob ihr unbedingt dieses zu Ende sehen wollt, aber die sieben Hansel hatte der Michael geschrieben oder waren es ein paar mehr, ich weiß es nicht. Jetzt sind es auf jeden Fall 10 bzw. 11 mit dem Soldaten. Die sind jetzt nicht so produktiv, wo ich sagen würde, jo, da macht nur was. Ne? Es ist tot, das Spiel, das muss man ganz klar sagen. Es ist, tja, ja, was soll man sagen? Es ist einfach ein Zeitvertreib gewesen, den man mal ganz nett angucken kann, aber momentan würde ich da wirklich nicht viel Zeit investieren wollen. Vielleicht gucken wir mal irgendwann wieder rein oder machen mal zwischendurch eine Folge, aber ich glaube, wir sind da momentan am Ende. Okay, ihr schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.